Heute zeige ich dir mal eine richtig heftige Bauchmuskelübung, aber auch zwei Fehler, die häufig bei dieser Bauchmuskelübung gemacht werden. Und deswegen zeige ich dir dieses Video, damit du diese Fehler vermeiden kannst. Der erste Fehler ist noch kein richtiger Fehler, aber ist der, dass du einfach zu wenig Gewicht nimmst. Weil wenn du einfach Trizeps drücken kannst, dann ist dein Bauch auf jeden Fall nicht genug gefordert. Deswegen musst du erstmal ein bisschen mehr Gewicht machen. Ja? Dann nimmst du oben die beiden Seile, die du hier oben an den Kabelzug befestigst und hakst sie so mit den Ellbogen oben am Kopf ran, dass du mit den Armen nicht mehr viel mitarbeitest und dann rollst du dich richtig mit den Ellbogen bis nach unten runter, wie so eine Art Katzenbuckel. So, und viele Leute machen den Fehler, dass sie einfach den Rücken gerade lassen, ja, haben irgendwo gelernt, der Rücken muss immer gerade bleiben, ja, und gehen dann so runter, wie ich es jetzt falsch vormache, darum das rote X. Und dann wird vor allem deine Hüftbeugemuskulatur, deine Beine mitarbeiten. Du musst aber kontrahieren im Bauch. Also die Ellbogen richtig runter zum Knie, sodass du einen runden Rücken machst, dass du dich richtig einrollst, denn nur so kontrahiert ja der Bauchmuskel richtig. Ja? Das ist ganz wichtig bei dieser Übung. Du wirst auch sofort einen Unterschied in der Bauchmuskulatur merken, wie stark anstrengend dann diese Übung ist. Ja? Und jetzt fragst du dich, okay, was ist denn der zweite Fehler, Kolder, den ich machen kann? Den zweiten Fehler zeige ich dir auch noch gleich, nämlich, dass du dich von der Position her nicht mit dem Kopf zum Gewicht und zum Boden, also richtest, sondern dass du dich umdrehst, ja, und mit dem Kopf entgegen des Gewichtes, ja. Das ist auch ein Fehler, der bei höherem Gewicht nicht mehr gut ausgeht, weil du aufgrund dieser Biomechanik, wenn du in die andere Richtung ziehst, ungünstige Scherbelastungen auf deine Wirbelsäule hast. Darum mach die Übung auf jeden Fall so, wie ich es gezeigt habe. Roll deinen Rücken ein. Und wenn du mehr Bauchmuskelübungen sehen willst von mir, dann abonniere hier oben den YouTube-Channel und bei strandfigur.com kriegst du meine kostenlosen Informationen, wie du deine ultimative Strandfigur bekommst.